Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen gepflegten Runde von Dead by Daylight. Heute auf dem Macmillan-Anwesen zusammen wieder mit dem wunderschönen Todesboten und vier fantastischen Perks, Leute. Schlampiger Schlachter, Ruin, Spione des Schattens und Barbecue und Chili. So, Spione des Schattens nehme ich eigentlich relativ selten mit. Ich bin mal gespannt, ob dieses Perk mich positiv überzeugt oder doch, ja, so ein bisschen mau bleibt. Kann natürlich beides sein, ne? Und ich habe jetzt bisher noch keinen einzigen gesehen und ich laufe, glaube ich, hier einmal ganz komplett im Kreis. Also total verpennt und verplant, so wie man den Dan eigentlich kennt. So, aber ich glaube, die sind alle hinten auf der anderen Seite. Spione des Schattens wurde bisher noch nicht aktiviert. Das sieht man dann immer so schön an den Raben bzw. an den Auren der Raben, wenn das mal passieren sollte, was hoffentlich jetzt mal bald der Fall ist. Aber ansonsten habe ich dieses Perk umsonst mitgenommen, ne? So, da hinten wird gearbeitet. Okay, und Deck, perfekt. Dwight habe ich trotzdem erwischt, obwohl sie weggerannt sind. Ich mache mal die Palette hier weg, weil die Palette wird mich sowieso dann irgendwann mal so stressen. Und ich werde mich dann hinterher einfach nur noch aufregen. So, hallo Fang, perfekt. Sie dachte, sie kann sich hier einfach vorbeischleichen, beziehungsweise einfach durchs Fenster krabbeln, ohne dass ich das mitkriege. Aber wie man sieht, habe ich alles mitbekommen, Leute. So, da hinten wird gearbeitet. Perfekt. Okay, wo lang? Hier ist die Fang, alles klar. So, wir haben übrigens zwei Fangs in der Gruppe. Also ich muss da echt aufpassen, wen ich hinhänge und wen nicht. Ich sollte ein bisschen dann auch wirklich auf den Namen achten und nicht einfach hier permanent irgendjemanden hinhängen, also von den Fangs, weil ich will ja auch nicht tunneln, ne? Ich habe wirklich gar keinen Bock, irgendwie als Tunneler abgestempelt zu werden. Und die Fang läuft hier einfach durch. Die läuft einfach durch und läuft einfach weiter weg. So, ab durch die Tür. Da sparen wir uns schon mal dieses Fenster. So, wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Okay, sie rennt weiter weg. Ich dachte, sie bleibt jetzt hier irgendwo stehen, beziehungsweise versucht sich zu heilen. Aber so wie es aussieht, macht sie das nicht. So, Fang. So, perfekt. Sehr schön. Da war sie einen Ticken zu spät dran. Also ich wäre am liebsten, ich wäre eigentlich gleich durchs Fenster gejumpt, weil ich ja genau gewusst hätte, dass der Killer hinter mir ist. Aber gut. So, suchen wir erstmal einen schönen Haken aus. Ja, hier direkt neben der Tür, Leute. Ah, ich habe ein Glück heute. So, bisher habe ich meine Waffe noch gar nicht abgefeuert. Oh, ist jetzt ein bisschen lame. So, da hinten ist der Dwight, der ist verletzt. Den habe ich jetzt gesehen und die anderen zwei sind, glaube ich, irgendwo in einem Schrank drin. Kann das sein? Oder hinter einem Gen. Weil hinter einem Gen siehst du die Aura auch nicht. So, da wird gearbeitet, beziehungsweise wurde gearbeitet. So, wo lang? Hier lang. Da hinten wurde gerettet, okay. Okay, das ging wirklich wahnsinnig schnell. So, da ist die Fang. Hallo Fang, was machst du hier? Oh mein Gott, voll ge... Oh nein, nicht schon wieder gegen die Wand geschlagen. Was soll das? Was zum Teufel soll das? So, durchs Fenster. Zack, und Ruin ist weg. Ruin ist weg, Leute. Ne, beziehungsweise Spione des Schattens wurde aktiviert. Also da habt ihr es kurz gesehen, wie das Ganze hier aussieht. So, die treffe ich doch, glaube ich, nie mit der Waffe, oder? Doch, perfekt. Sehr schön. Na, habt ihr gesehen? Das ist doch mal mega cool. So, perfekt. Kette ist zwar gebrochen, aber ich habe sie trotzdem noch erwischt. So, schaffe ich nochmal einen Schlag? Ja, so auf jeden Fall nicht. Okay, Palette. Ah, ich hätte die Palette umgeworfen, wenn ich du gewesen wäre. Aber okay, dann schnappe ich mir dich halt eben so und lade erstmal ganz geschmeidig nach, weil nachladen muss sein. Weil nicht, dass jetzt hier irgendjemand kommt und ich kann ihn nicht abfeuern. Deswegen, Leute, nachladen. So, da hinten ist ein Haken. Aber die Überlebenden spielen ziemlich gut, ne? Die haben jetzt noch vier Generatoren zu machen. Den ersten haben sie wirklich sehr, sehr schnell durchgebracht. Was mich eigentlich ein bisschen wundert, ich war da einfach zu langsam. Aber gut, ich bin auch einmal im Kreis gelaufen, ne? Was will ich da anderes erwarten? So, Dwight wurde geheilt. Weiß jetzt nicht, was er machen soll, ne? Er schaut so ein bisschen, schaut sich so ein bisschen um, ob da jemand kommt oder nicht. Aber ich denke, Dwight geht jetzt zum Retten. So, und die andere Fang ist, glaube ich, da hinten noch am Gen dran. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, da ist der David. Okay, David. Doch, Ruin ist weg. Ruin ist weg. Ich dachte erst, Ruin wäre nicht weg, aber okay. Doch. So, David. Machen wir ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Du und ich. Beziehungsweise ich jage ihn jetzt sowieso nicht so lange. Weil die anderen Überlebenden arbeiten ja trotzdem noch weiter. Ne? Also ich kann mich da nicht auf einen Überlebenden wirklich nur noch konzentrieren. Sondern muss auch die anderen irgendwie ein bisschen versuchen, im Auge zu behalten. So, David, was machst du da? Wieso rennst du einfach geradeaus? Du sollst dich doch hier ein bisschen von mir verstecken, damit ich dich nicht mit meiner Waffe treffe. Aber gut, ich habe sowieso daneben geschossen, also von dem her ist eigentlich alles gut. Ja, David hat eigentlich alles richtig gemacht. So, er ist in die Schrottlaube rein. Okay, er ist da hinten. Ja, der dachte schon, der kann mich hier austricksen, aber ich habe schon genau gemerkt, was er vorhat. Dank Spione des Schattens. Wo ist er hin? Oh mein Gott! Ich muss diese Kameraeinstellung unbedingt wieder zurückschrauben, weil das ist mir einfach zu schnell. So, und jetzt habe ich ihn verloren. Nur wegen der Kamera habe ich ihn verloren. Und jetzt haben die nur noch drei Gens. Und das sind wieder alle aufgeheilt. Also in dieser Runde spiele ich wirklich nicht gut.
Also das kann man sagen. Er spielt in dieser Runde nicht gut. So, Dwighty. So, perfekt. Ich habe jetzt schon gedacht, der wird die Palette runterwerfen. Aber nee, alles gut, alles gut. So, Dwight. Du wirst ja als nächstes, glaube ich, am Haken landen, weil du bist mir vorher entkommen. Und diesmal wird mir das auf jeden Fall nicht passieren. Definitiv nicht. So, er rennt raus. Ja, da ist er. Okay, okay. Er will auf jeden Fall nochmal zur Palette, glaube ich. Aber daran werden wir ihn auf jeden Fall hindern. So, perfekt. Er hat sogar noch harte Nebenbenutzt, habt ihr gesehen? Er ist mal kurz ein bisschen nach vorne gerusht. Aber ich habe ihn trotzdem noch erwischt. Na, da hast du einfach ein bisschen zu früh gezündet, Bruder. Okay, Spione des Schattens auch wieder aktiviert. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Was hier abgeht, Leute, was hier abgeht. So, gibt es hier irgendwo einen Haken? Ja, dafür muss ich durch die Palette laufen. Was natürlich sehr, sehr dämlich ist. Ne? Wenn da jemand stehen würde, dann hätte ich echt Pech. So, nochmal Spione des Schattens und die haben nur noch einen Generator zu machen. Wahnsinn. Okay, jetzt muss ich mich echt beeilen, Leute. Jetzt muss ich mich echt beeilen. So, da ist die Fang. Hallo, Fang. Perfekt. Und dann hinterher. Ich denke mal, sie wird versuchen, retten zu gehen, aber ich schneide jetzt einfach mal den Weg ab. Beziehungsweise bin einfach falsch gelaufen, ne, weil sie ist durchs Fenster und nach links. Ah, wieso bin ich hier nicht gleich hinterher? Mist. Mist, okay, da ist sie nicht mehr. Da ist sie nicht mehr. Sie ist irgendwo anders hingehört. Aha. Okay, perfekt. Nein! Die haben schon die Ausgangstore geöffnet, beziehungsweise aktiviert. Wahnsinn. So, Dwighty. Ja, gut gemacht. Gut gemacht. Jetzt hat er die Palette umgestoßen, auf die ich eigentlich so lange gewartet habe. So, Fang. Ja? Du bist auch noch an der Reihe, wenn ich dich erwischen sollte. Oh Gott, voll in den Stein geschossen. Also meine Zielfähigkeit ist heute wieder mal wirklich nicht. So, ich weiß, Dwight, dass du hier hinten noch bist. Ne? Und zum Ausgangstor gehen willst. So, ich glaube jetzt einfach mal so lang. Ja, ja, da ist er schon, da ist er schon. So, wirf die Palette um, komm. Dwight, du kommst hier nicht raus. Ne, du kommst hier nicht raus. Also ich werde versuchen, ihn mal zu schnappen, beziehungsweise ich sollte eigentlich zum anderen Tor, sollte ich hier eigentlich gehen. Aber ich will ihn unbedingt erwischen. Ich will ihn unbedingt erwischen. So, was machen wir? Was machen wir? Vor allem, was ist denn das hier für ein Loop-Point irgendwie? Ne, ich komme ihm ja gar nicht hinterher. Also der ist wirklich so schnell, dass ich ihm nicht hinterher... Oh, das war gut. Gut gemacht, Dwight. Ne? So machen wir die Palette kaputt. Also ihn werde ich auf jeden Fall noch erwischen. Ne, das ist eins, was sicher ist. So, Fang. Ich weiß, was du vorhast. Du willst ihn decken, aber ich werde ihn noch erwischen. Definitiv. Oh, ne. Jetzt habe ich die Fang erwischt. Schade. Schade. Okay. Hinterher. Oh, mein Gott. Ne, sie haben schon alles wirklich so gut vorbereitet, dass hier eigentlich gar nichts mehr schief gehen kann. Aber die spielen wirklich gut, Leute. Die spielen wirklich gut. So, David, du kriegst trotzdem noch eine mit. Und dann könnt ihr gerne alle entfliehen, weil ich habe total versagt in dieser Runde. Aber macht auch nichts. Macht auch nichts. Entitus verärgert. Okay, es ist sowieso bald wieder der 13. Ne? Dann wird mein Rang sowieso wieder runtergestuft. Aber, ganz ehrlich, mir hat Spaß gemacht. Die waren wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt bin ich gespannt, was für ein Rang die überhaupt waren. Ne? Was waren die für ein Rang? Was ist wieder mit diesem tollen, tollen Matchmaking, Leute? Oh mein Gott. Guckt euch das an. 1, 5, 4 und 2. Krass. Wieso ist eigentlich mein Chat offen? Ich mache den Chat eigentlich immer aus, weil mich diese Negativität in Dead by Daylight wirklich sowas von dermaßen nervt. Aber man sieht Matchmaking wieder wirklich, wirklich grandios. Na gut, meine Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen und wir sehen uns definitiv wieder beim nächsten Video. Macht es gut und bis bald.